Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Fallout New Vegas. Und ich muss gerade mit Erstaunen feststellen, dass immer noch ein Körperteil bei mir kaputt ist, obwohl ich so lange gepennt habe. Dann reparieren wir das Körperteil mal eben bei der Ärztin draußen. Wir haben ja jetzt Geld genug, ne? Und dann gehen wir wieder zurück zu den Ghulen und berichten ihnen, dass wir den Keller geräumt haben und beenden den Quest und kriegen ein Level up. So ist der Plan. Und wir müssen mal eben ein Schlückchen trinken. Wobei ich mich gerade frage, ob das auch bei der Ärztin behoben wird. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Erst mal gucken, wo die gute Dame rumeiert. Die latscht ja mal hier rum, mal da rum. Ich glaube, jetzt steht sie hier hinten. Jo. Was kann ich für Sie tun? Ich bin verletzt, brauche Hilfe. Wenn Sie das nicht gerade zufällig in ein Käsefondue gesteckt haben, dann ist es wohl infiziert. Ah, ekelhaft. Ich kümmere mich mal darum. Okay. Gut, ich hole mein Skalpell und... Igitt! Habe ich das draußen rumliegen lassen? Tja, wissen Sie was? Eine kostenlose Tetanus-Impfung für Sie. Danke. So, und da jetzt alle meine... Die hat mich gerade geheilt und jetzt grapscht die sich am allerwertesten rum. Die ist auch ein bisschen komisch, die Frau. So. Wir nehmen uns mit aufbereitetes Wasser. Trinken wir mal eben. Immerhin können wir wieder an Gewicht mitnehmen. So, dann geht's auf in Richtung der... Achso, ich kann mich auch hinporten, ne? Ich muss da jetzt nicht ja ohne Ende da rumlatschen. Weltkarte. Rangerstation Charlie. Da müssen wir auch nochmal hin. Da haben wir auch einen Quest. Aber jetzt berichten wir erstmal unseren neuen Freunden von den Ghulen. Ne, unseren neuen Freunden, den Ghulen. Dass wir... ihr Problem im Keller gelöst haben, sozusagen. Bin ich ja mal gespannt, wie da die Resonanz ist. Und was die noch so als im Schilde tragen. Die scheinen mir irgendwie... Also, die haben ja einen Plan. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was der Plan ist. Irgendwas haben die ja vor. Genau, hier ging's rauf. Ich dachte gerade schon, da wäre wieder dieses komische Schwummern zurückgekommen, dass mein Kopf kaputt ist. Aber das kann ja nicht sein. So, jetzt müssen wir diesen Typen wieder finden. Der im Dunkeln leuchtet. Hallo. Hallo. Wer bist du denn? Ach, du bist hier oben angekommen. Gute Arbeit, Glatthaut. Hätte nie gedacht, dass ich es aus dem Raum schaffe. Auf Wiedersehen. Bis später. Ja, der ist jetzt hier raufgelatscht, weil wir haben ihn ja befreit. So, wo ist denn unser leuchtender Freund hier? Wo ist er denn? Na, mit dem will ich eher nicht reden. Da kommt er angelaufen. Der Jason. Ist der Weg frei? Die Dämonen sind fort. Gepriesen sei der Schöpfer. Und gepriesen seien sie. Der Weg ist frei. Ich werde meine Herde durch den Keller zur heiligen Stätte führen. Ich hoffe, dass sie uns dort besuchen werden. Es gibt noch viel zu tun. Okay, dann gehen wir mal in den Keller. Nein, nicht so tief in den Keller. Nein. Nein. Da sind wir durch die Welt gefallen. Wie kommen wir denn hier wieder raus? So, nachdem wir jetzt einmal durch die Decke gefallen sind, sind wir hier wieder. Und jetzt geht's ab in den Keller. Wo wir einfach mal schauen, was die Jungs hier vorhaben. Die... They're up to something big. So sieht's zumindest aus. Ui, und da stehen sie auch schon. Haben alle so, wie heißen die? Raumanzüge an. Raketenanzüge. Und die Raketen haben wir unten schon gesehen. Also, die lange Reise scheint also in der Tat irgendwas damit zu tun zu haben, dass sie hier Raumfahrt betreiben oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Wir finden's raus. Hoffe ich zumindest, weil das
weil das Spiel ist mir schon wieder einmal abgestürzt. Jetzt komme ich hier nicht raus. So. Und zwar an der Stelle, wo es hier durch die Tür ging. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal. Also hier quasi. So, mal Daumen drücken jetzt und... Ja, hat funktioniert. Wir folgen den einfach mal. Guten Abend. Guten Abend. Da verlaufe ich mich wenigstens nicht. Außerdem nehme ich mal eben einen Schluck aus meiner Kantine. Nee, aus meiner... Hilfsmittel... Aufbereitetes Wasser. Schmackofatz. So. Die sind ja ganz schön langsam. Ja, wir haben immer noch nicht die XP für diesen Quest bekommen. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn das Spiel, sagen wir mal, häufiger XP dann schon direkt vergeben hätte. Also in dem Moment, wo man irgendwie einen Quest erledigt, vielleicht ein bisschen so ein paar XP dazu. Statt dass man hier, sagen wir mal, alle Stunde oder zwei mal ein paar XP bekommt für komplett abgeschlossene Quest rein. Das scheint mir doch noch so ein bisschen suboptimal zu sein. So, und ich nehme an, dass die Kollegen hier... Was habe ich denn schon wieder Durst? Gibt es hier irgendwo was zu trinken für mich? Wir gucken mal. Irgendwie so sauberes Wasser oder so, das wäre doch mal was. Ich meine, es ist höchst unwahrscheinlich. So, da wir jetzt hier unten schon mal hingekommen sind, speichere ich mal lieber ab. Nicht, dass wir hier wieder Theater bekommen. Ja, ich glaube nicht, dass es hier Wasser gibt für mich. Oh! Hallo, Jason! Ich wollte noch ein letztes Mal mit Ihnen sprechen, bevor ich die Startrampe betrete. Das ist aber nett. Ich wollte Ihnen sagen, dass wir uns auf ewig daran erinnern werden, wie Sie uns an die Schwelle der langen Reise gebracht haben. Unsere Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen, aber den Raketen, die uns zur Erlösung tragen sollen, fehlen noch wichtige Komponenten. Wenn Sie uns immer noch helfen möchten, sprechen Sie mit Chris. Er kann Ihnen sagen, was fehlt. Wir können Ihnen gar nicht genug danken, Wanderer. Ihre Ankunft war ein Segen. Wir werden Sie nie vergessen. Wollen Sie wirklich Ihre lange Reise in diesen Raketen antreten? Ja. Die Raketen werden uns in unser gelobtes Land in der weiten Ferne bringen. Das wurde durch unzählige Visionen bestätigt. Diese Raketen werden Sie nur direkt zur Erde bzw. unter die Erde bringen. Ich kann Ihre Sorge verstehen und ich danke Ihnen, dass Sie sie auch aussprechen. Aber was der Schöpfer uns vorherbestimmt hat, wurde uns offenbart. Reden wir über Chris. Nach allem, was Sie für uns getan haben, nehme ich an, dass Sie verdienen, alles zu wissen. Ja, bitte. Als Chris zu uns kam, versuchten wir ihm klarzumachen, dass er ein Mensch ist. Aber das machte ihn nur wütend. Er schien so verloren. Wir erlaubten ihm, ein paar Tage bei uns zu bleiben. In dieser Zeit bemerkten wir, dass seine technischen Fähigkeiten die unseren weit überstiegen. Uns wurde klar, dass der Schöpfer ihn uns geschickt hat, um den Erfolg der langen Reise sicherzustellen. Es war ebenso klar, dass Chris in Unwissenheit bezüglich seiner Menschlichkeit und seiner Unfähigkeit bei der Reise dabei zu sein arbeiten sollte. Es ist kein Zufall, dass zwei Menschen entscheidend für den Erfolg der langen Reise sind. Mein Glaube sagt mir, dass der Schöpfer Sie und Chris geschickt hat, um die Sünden der Ihren den meinen gegenüber gut zu machen. Sie beide sind Erlöser. Sie werden Chris also zurücklassen? Es ist der Wille des Schöpfers. Unzählige Visionen haben mir gezeigt, dass Chris, wenn er uns begleiten würde, innerhalb von Minuten tot wäre. Schon die Strahlung im Bereich der Startrampe würde Chris in Minuten töten. Die Radioaktivität der beiden Ferne ist deutlich stärker. Ja, Sie haben ihn hinters Licht geführt. Es bereitet mir keine Freude, die Wahrheit vor Chris zu verbergen. Aber ich muss mich dem Willen des Schöpfers beugen. Auf Wiedersehen, Jason. Wir können Ihnen gar nicht genug danken, Wanderer. Ihre Ankunft war ein Segen. Wir werden sie nie vergessen. Ja, ganz schön hart, die Jungs. Oder ganz schön weich eigentlich. Also, die haben einfach mal den armen Chris hier zurückgelassen, mit dem wir jetzt mal eben reden werden. Vorher speichern wir mal eben wieder ab. Wir wollen ja das 1000er Achievement erreichen. So, Chris, wie sieht's denn aus? Sag,
dass ich mit ihnen zusammenarbeiten soll, um die letzten Schritte vor dem Start der langen Reise zu erledigen. Ja. Was machen Sie hier? Ich bin der Techniker der Herde. Maschinen waren schon immer meine Stärke. Jason sagt, die lange Reise wäre ohne mich nicht möglich. Natürlich bringen meine Fähigkeiten nichts, wenn mir das Material fehlt. Und da kommen Sie ins Spiel. Warum lässt man Sie nicht unten an der Startrampe arbeiten? Als ich der Herde beigetreten bin, machte Jason klar, dass ich die Reparaturarbeiten leiten sollte. Nicht selbst durchführen. Es sei eine Vergeudung meiner Gabe, wenn ich nur an einem System gleichzeitig arbeiten würde. Von hier oben konnte ich das gesamte Projekt überwachen. Die Raketen sind also für die lange Reise gedacht. Offensichtlich. Ich habe Monate gebraucht, aber mittlerweile sind sie fast wieder in Schuss. Bald bringen sie uns in die weite Ferne. Natürlich war ich anfangs skeptisch. Als Mann der Wissenschaft. Aber Jason ist sich sicher und ich glaube an Jason. Wie kann ich helfen? Ich war mit der Arbeit an den Raketen fast fertig, als wir dazu gezwungen wurden, uns im obersten Stockwerk zu verstecken. Es fehlen noch zwei Komponenten. Zündmittel Isotop 239 und ein Satz Schubkontrollmodule. Das Zündmittel ist hochgradig radioaktiv und zersetzt sich schnell. Daher können wir die Leckenfässer auf der Startrampe nicht verwenden. Das Zeug ist nicht mehr stark genug. Sie müssen einen intakten, abgeschirmten Behälter des Zündmittels finden. Die Schubkontrollmodule wurden speziell für diese Raketen entwickelt. Ohne sie starten die Raketen nicht. Dann machen wir uns mal auf die Suche nach den Sachen. Fahren mit dem Zündmittel an. Sehr gut. Wir brauchen nicht viel. 2 bis 3 Liter sollten reichen. Eigentlich würde ich mich lieber nach was anderes... Nee. Wiedersehen. Gut, haben wir mit ihm gesprochen. Das heißt, wir müssen jetzt mal eben hier speichern. Und ich glaube, ich weiß sogar noch, wo wir das Isotop bekommen. Nicht Isotop, sondern Isotop, mein lieber Sprecherkollege. Ne? Also Isotop sollte man schon kennen. Auch wenn man dem Sprecherberuf frönt. Und zwar glaube ich, dass wir den... Genau, wir finden in der Nähe von hier diesem Bitter Springs Getöse da ist so ein verstrahltes Gebiet. Und ich glaube, da liegt so ein Raumanzug rum oder irgendwie sowas. Wieso bin ich denn schon wieder durstig? Also offenbar haben wir sehr viel Durst. Jedenfalls scheint es mir. So, wir halten uns einfach mal an den Pfeil hier. Gucken, rechts, links, dass kein Auto kommt. So. Wie sich das gehört. Da haben wir auch eine neue Wegmarkierung. Ja, jetzt nehme ich wieder einen Schluck aus meiner Kantine. Seht ihr? Da ist nämlich einer angefallen worden von so einem Goldgecko. Goldgecko haben auch noch, glaube ich, so Strahlung und so als Schaden. Dummerweise habe ich jetzt noch niemals getroffen. Seht ihr? Da kommt auch so ein ordentlicher Strahlungsangriff von diesen Viechern. Goldgecko-Haut. Könnte vielleicht was wert sein. So. Sieht gut aus. Wir sind versteckt. Und da sehen wir, hier ist ein Typ, der
finden wir raus, was der hat. Ein Zündstoff und einen Strahlenanzug dabei. Den nehmen wir mal mit, weil den können wir bestimmt nochmal irgendwann gebrauchen. Decken wir noch eben die Karte hier auf. Karte auf. So, und dann können wir eigentlich mit dem Isotop schon wieder zurück, aber ich glaube an dem Sportplatz, Sportplatz auch schon. Also im Schrottplatz hier gibt es dieses Raketenmodul. Lass uns erstmal wieder von den Feinden wegbewegen. Hier ist noch irgendwie was, was wir entdecken können. Wollen wir das auch mal eben mitnehmen? Wo ist denn das? Ah, das ist wahrscheinlich das hier, ne? Das ist ein bisschen weit weg. Nein, wir laufen lieber, sonst haben wir diesen Lade-Safe-Bug. Und wir tun die Waffe weg, damit können wir eh schneller laufen. Morbus-Ratten-Kadaver, Da kommen wir hier oben an eine schöne Vorfahrtstraße, da müssen wir jetzt gleich Vorfahrt achten. Wie weit sind wir jetzt von dieser Stelle weg? Doch noch einiges, ne? Also, auf dem Weg gehen wir mal zum Sportplatz. Zum Sportplatz hin. Was liegt denn hier rum? Ein Raider. Splittergranate. Moment. Raider Steppenrüstung bringt nichts. Ja, dann auf zum Schrottplatz. Ich glaube nämlich, dann können wir uns einmal laufen ersparen hier. Wäre auch ganz praktisch. Komm mal hier runter. Helios One. Eine dicke Werbeanzeige da. Auch nicht, dass wir hier jetzt irgendwie in Matschepampe reinlaufen. Nee, nochmal Glück gehabt. Aber der Schrottplatz. Die alte Lady am Schrottplatz. Meine ich, kann uns bei diesen Modulen helfen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, das wäre so. Ja, und die alte Lady Gibson ist leider schon zu Tisch. Colmillo, na, was guckst du mich lieb an, hä? Ja, da guckst du fein, ne? Und das hier ist Basura. Okay, wir speichern mal. Reina! Und da liegt sie und schläft. Und Ray! Hallo! Ich bin die alte Lady Gibson. So nennt man mich zumindest. Ich habe diverse Dinge zu verkaufen und kann auch ganz gut reparieren. Vielleicht haben Sie das riesige Gebäude im Norden bemerkt. Das ist Helios One. Die RNK hat dort das Sagen. Also ist es Sperregebiet für Prospektoren. Also möchte ich dahin. Hier, haben Sie Schubkontrollmodule von Repcon auf Lager? Zufällig habe ich einige Schubkontrollmodule. Was? 500? Aber sie sind teuer. 500 Kronkorken, um genau zu sein. Falschen. Okay. Wir müssen mal eben kurz... Ciao. Wir müssen mal eben kurz Medikamente einschmeißen, damit wir falschen können. Jetzt überlege ich gerade, welches war dafür... Irgendwas mit Wanderhändler haben wir nicht, ne? Schleichen, Zuckerbomben. Xander, Trostnummer, Super Stimpack, Strammer Strahler. Ist Quatsch. Stimpack, Stealth Boy. Das hier ist ganz. Selbst ist der Mann, ist reparieren. Rebound ist Angriffspunkte, Red Away, Red X ist Strahlenresistenz. Mentors, Charisma war... Ja, genau. Jetzt aber. Sie sind also wieder zurück. Nun, wo waren wir stehen geblieben? Wegen der Schubkontrollmodule. Ich habe sie noch.
Für 500 Kronkorken gehören sie Ihnen. So, und jetzt kommen wir nämlich falschen hier. 250 Kronkorken, es sei denn, Sie glauben bald einen anderen Käufer für sowas Spezielles zu finden. Das klingt fair. Den Kram wollte vorher ja sowieso niemand kaufen. Also, 250 Kronkorken. Mit so jemandem macht man gerne Geschäfte. Sie Moment. Sind also wieder zurück. Nun, wo waren wir stehen geblieben? Handeln wir mal. Ist mir ein Vergnügen. Vielleicht hat die ja Münzen sag ich schon. Herren 2 Tops. Nehmen wir mit. Nun, enough. So, Karten nehmen wir auf jeden Fall jetzt immer mit. Kreuz 3, ja, das ist alles. Das sind diese kleinen, niedrigen Karten. Die brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ein Rechen. Terpentin, okay, brauchen wir nicht. So, sonstige. Was? Großes, ruiniertes Buch, zerstörtes Buch, Lackierpistole. Naja, der hat jetzt nicht so die spannenden Sachen dabei. Können wir noch irgendwelchen Schrott verkaufen? Na, ich weiß jetzt gerade nicht. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Was wissen Sie über Helios One? Soweit ich gehört habe, hatte die Stählerne Bruderschaft dort das Sagen, bevor die RNK übernahm. Ich weiß aber nicht, wer das Schießen angefangen hat. Aber als alles vorbei war, war die Bruderschaft mit ihren hübschen Waffen und Rüstungen auf der Flucht. Seitdem hat man nichts mehr von ihr gehört. Ja gut, warum nennt man sie die alte Lady Gibson? Ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Früher nannte man mich nur Gibson. Den Rest können Sie sich wohl selbst denken. Hey, ja, aber ich bin schlau. Das ist mir eigentlich egal. So lange zu leben ist heutzutage wirklich eine Leistung. Mal sehen, ob ich noch friedlich in meinem Bett sterben kann. Gut, dann sagen wir mal bis bald. Ja, eine sehr freundliche alte Dame. Omis sind ja immer nett. Weswegen die auch Abraxo-Putzmittel hier rumliegen hat, ne? So. Wir speichern mal und dann geht es wieder zurück zur Raketentest-Facility, würde ich vorschlagen. Und da werden wir dann die Teile abgeben und da bin ich ja mal gespannt, was dann so alles passieren wird. So, war denn das? Hier können wir hinten doch rumgehen. Wir haben das übrigens alles noch gar nicht richtig erkundet hier, ne? Also wir könnten mal die ganze Gegend hier auch dann, wenn wir in der Nähe rumlaufen, können wir die ganze Gegend nochmal abklappern, aber könnten wir. So, mein lieber Chris, ich habe deine Sachen dabei. Haben Sie die Komponenten gefunden, über die wir geredet haben? Ja. Ich habe einen ganzen Behälter mit Zündstoff gefunden. Ja, das sind die Sachen. Und die Abschirmung des Behälters scheint intakt zu sein. Ansonsten wären sie jetzt tot. Jetzt brauche ich nur noch die Schubkontrollmodule. Ich habe die Schubkontrollmodule gefunden. In der Tat. Das haben sie. Und sie scheinen in exzellentem Zustand zu sein. Die Raketen sind bereit, oder? Ja, ich sage Jason, dass die lange Reise beginnen kann. Wir haben alles, was wir zum Start der Raketen benötigen, Jason. Die lange Reise kann beginnen. Versammelt euch! Möge der Schöpfer mich leiten und mir helfen, die Wahrheit zu sprechen. Der allmächtige Schöpfer hat unsere Gebete erhört. Die Zeit ist für uns gekommen, die Raketen zu betreten und die lange Reise zu beginnen. Obwohl es so aussehen mag, dass alle Menschen uns verachten, hat der Schöpfer es für richtig befunden, uns etwas anderes zu lehren. Die Reise vor uns wird erst durch das Eingreifen zweier menschlicher Freunde möglich. Der eine neu, der andere schon lang ein treuer Gefährte. Unserem neuen Freund sagen wir Dank
und versprechen nie zu vergessen, wie er die Dämonen beseitigte, die unsere Reise vereiteln wollten. Chris hingegen schulden wir mehr als nur Dank. Chris, du hast die lange Reise Wirklichkeit werden lassen. Von nun an bist du für uns der Heilige der langen Reise. Niemals sollst du vergessen werden. Ich bitte dich, Chris, vergib uns. Gib uns deinen Segen und du sollst unseren erhalten. Suchender, betretet die Raketen und nehmt eure Plätze ein. Die lange Reise erwartet uns. Auf in das gelobte Land, in die weite Ferne. Ja, da gehen sie alle in die Raketen rein. Glaubt der Chris hier, der hat noch ein kleines Problem. Dem scheint noch nicht ganz klar zu sein, dass er hier hintergangen wurde. Vielleicht sollen wir nochmal mit dem sprechen. Und jetzt schon mal als Teaser in der nächsten Folge werden wir uns dann angucken, wie es weitergeht. Mein Gott, sie hatten die ganze Zeit recht. Ich bin kein Ghoul. Die haben mich nur benutzt. Wenn sie könnten, würden sie mitnehmen, Chris. Aber das würde ihren Tod bedeuten. Und sterben wäre schlimmer als das hier. Benutzt und weggeworfen zu werden wie Müll. Sie werden sie als Heiligen verehren, Chris. Oh, ich habe also die Menschheit erlöst. Bullshit. Die Menschheit kann mich nicht ausstehen. Das ist nicht wahr, Chris. Sie sind schon in Ordnung. Sie wollen also, dass ich sie auf ihren Abenteuern durch das Ödland begleite, ja? Es gibt die Straße runter eine kleine Stadt, die nennt sich Norweg. Wieder unter Menschenleben schlagen sie das vor. Das ist wohl die einzige Chance, die ich habe. Vielleicht wird es diesmal anders. Ich war bisher nie ein Heiliger. Unglaublich, dass ich das mache, aber ich versuche es mal. Starten Sie mal die Raketen. Ich mache mich auf nach Norweg. Ja, haben wir die arme Seele auch gerettet. Wir starten also die Raketen. Dazu müssen wir auf die Raketenabschussbasis gehen, glaube ich. Ich schaue noch ein letztes Mal hier rein. Sieht gut aus. Wunderbar. Alles in Ordnung. Dann auf zur Plattform. Und uns wird hier der Weg gewiesen in diese Richtung. Da wollen wir dem mal folgen. Ja, und da bin ich ja mal gespannt, was wir mit dem Chris noch als anstellen können. Der wird ja dann in Norweg sein. Ob er dann einfach nur wieder einer der NPCs ist, die sagt, ja, danke, dass du mir geholfen hast. Oder ob der dann auch noch irgendwie interaktiv uns zur Verfügung steht. Ich habe keine Ahnung mehr. Das ist schon so lange her. So, dann geht's hier wieder rauf. Ich hoffe ja nicht, dass wir jetzt hier eine Überraschung erleben. Nehmen wir aber mal hier die Korken. Das können ja immer mal hier diese Sternkorken sein, ne? So, was haben wir hier? Das sind alles wertvolle Sachen, die wir eben nicht mitnehmen konnten, weil wir voll waren. Betonstahlkeule müssen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Ist auch quasi nichts wert. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie das mit der Raketenstartsequenz aussieht. Hä? Lacht er schon immer hier? Ja. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann in der nächsten Folge dabei seid. Dann wird es sicherlich sehr, sehr inspirativ noch einmal. Ja. Und würde ich mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr dabei seid, wieder reinschaut. Hier zu Fallout New Vegas. Empfehlt es allen euren Freunden, Bekannten, Verwandten und so weiter. Lasst Kommentare, Feedback, Daumen, Abos da. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen und tschüss.